Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe was zu verkünden. Und zwar, man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, wir haben jemanden kennengelernt und es war in diesem Video. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Und zwar meine Frage ist, besteht denn die Möglichkeit, dass ich mal, guck mal, wir machen das jetzt hier, ne? Dass ich mal deinen Job gucken darf? Sicher. Genau, und dieser Mann steht dort. Hi. Und sein Name ist Titan und wir haben dort ja gesprochen über das Thema Fliegen. Und jetzt kann man schon eins und eins zusammenziehen und zwar wird es passieren. Und dazu sage ich erstmal danke, dass das überhaupt losgeht. Aber du hast mir da ja schon gesagt, zwar ohne Kamera, dass die Chancen auch da sind, dass es nicht klappt. Das kann heute schon zu Ende sein, diese Reise. Denn wir werden jetzt einen Test machen, der nicht ohne ist. Jede Menge Tests. Du hast uns einmal richtig schön auf links gezogen. So, der Herr, der das macht, steht dort. Oder der uns heute begleitet, ne? Also wir machen heute die medizinische Untersuchung von mir, ob ich meinen Arsch überhaupt da reinsetzen darf. Das ist richtig. Kriegen wir aber hin. Flo denkt sich nur, wir fahren eh gleich wieder nach Hause. Okay, womit geht's los? Mit der Anmeldung vorne. Das ist noch ein Part, den ich hinkriegen sollte. Maske auf, los geht's. Möchtest du was zu deinem Köfferchen sagen? Also den Koffer, den werde ich den ganzen Tag dabei haben. Sekunde. Komplett hoffentlich auch. Komplett, ja. Hier steht Labor drauf. Hier steht aber steht auch drauf, was ich alles machen muss heute. Ja? Also einmal die Aufnahme, dann Labor, LUFU, Ruhe, EKG. Also je nach wissen wir Bescheid. Also super. Wir wissen exakt genau Bescheid. Oder? Das heißt also, ich gehe wirklich den ganzen Weg durch, wie das ein normaler Anwärter jetzt machen würde. Großen Ganzen, ja. Das bedeutet auch, das Ergebnis, was ich jetzt kriegen würde, wäre sehr nah. Oder das würde mir sagen, ob ich es machen dürfte oder nicht. Für das Setting, du würdest Pilot werden wollen. Ja. Wenn du hier die medizinische Untersuchung durch hast, wüssten wir schon alle gravierenden Sachen, die dich eventuell rauskicken würden. Mhm, oder ob du dafür medizinisch in der Lage bist, weil du halt jetzt schon die Untersuchung machst für die höchste Belastung, die wir bei der Bundeswehr haben. Also ich würde das als Cliffhanger für das Thumbnail schon sehen. Ne, weil das ist ja schon sehr aussagekräftig, ja. Was wir dann heute rausfinden. Bin ich nervös? Nein. Finde ich es lustig? Geht so. Okay, ja gut. Also wie gesagt, die Damen, erstmal Blut. Genau, dann kommst du nochmal zu uns. Mhm. Dann machen wir restlichen Kram im System und ab dann läufst du durch unsere Untersuchungsabteilung. Ein ganz anderes Video, als wir es kennen. Aber glaub mir, es wird gut. Los geht's. Ja, dann kommst du ja, rein. Ja, geht los. Ist soweit. Schönen guten Morgen. Moin, ne? Moin. Tun Sie mal Ihr Köfferchen. Herr Krämer. Das mit dem Koffer, das ist so euer Ding, ne? Also, weil, das heißt, sieht das denn gleich auf die Karte aus, ne? Ja, ja. Ja, geil. Sie kriegen ja, wenn Sie jetzt gleich zum Verteiler gehen, kriegen Sie das nächste Kärtchen. Ja, geil. Zu dem Augenarzt oder zum Zahnarzt. Ist aber auch wirklich wie ganz doofe gemacht dann, ne? Also, damit ja, manchmal kommen auch Erstlinge hier hin. Sie sind total nervös, wissen Sie, und dann, die brauchen sowas. Okay. So. Geil. Herr Krämer, wann sind Sie denn geboren? 12.09.80. Aha. Aha. Das sieht man nicht, ne? Was wollten Sie sagen? Der sieht viel jünger aus. Immer. Immer. Nehmen Sie Schilddrüsenmedikamente? Nein. Haben Sie in den letzten 4 Wochen Blut gespendet? Nein. Gut. Gegen Corona geimpft? Ja. Wie oft? 4. 4-mal schon? Ja. Sind Sie so aktuell? Passt schon 3-mal. 3 bis 4-mal habe ich mir aufgeschrieben. So, Sie sind heute die Nummer 11. Herr Krämer. Ehrlich schon? Ja, Sie müssen für mich einmal ins Pettchen machen. Ja. Groß oder klein? Nein, sind Sie. So, hier hinten in der Ecke, das ist die Toilette. Ja. Minimum halb voll machen. Ehrlich? Wenn Sie fertig sind. Ja. Okay. Wenn Sie fertig sind, einfach in die Durchreiche stellen. Wir rufen Sie dann zur Laborabnahme, zur Blutabnahme auf. Ja, wir sehen uns gleich. Ja. Kein Stress. Halb voll. Bis gleich. Guten Tag. Hallo. Links oder rechts? Links? Welcher Arm wird denn sonst immer genommen? Rechts. Rechts, dann komme ich aber noch drüben. Die machen wir alle voll? Die machen wir alle voll, ja. Da habe ich ein Vakuum drin. Manchmal ist es schwer, Blut zu kriegen, richtig, ne? Wenn man ja, die Adern bei manchen ja, aber bei Ihnen sieht man die schon ohne zu schauen. Aber kann man denn rein theoretisch nicht auch, also ist wirklich eine Frage, kann man nicht rein theoretisch auch Blut abnehmen, einfach aus dem Körper oder muss die aus der Ader kommen? Die muss eigentlich aus der Vene kommen. Weil die Blut, weil das ein anderes Verhältnis dann zwischen ja, genau, also man könnte auch in der Ader, aber da muss man dann so tief rein. Deshalb ist in der Vene eigentlich am besten. Okay. Was guckt ihr jetzt alle? Also ihr guckt eigentlich fast alles, denke ich mal. Genau, Leber, Niere, Eisen, Cholesterin, also Fettwerte. Cholesterin ist bei mir manchmal komisch, hoch. Ja. Keiner kann sich erklären, warum. Ja, jetzt sind sie ja nüchtern, ne? Eigentlich ist der Wert halt. Also, das ist
sein. Ja, aber was mit dem Cholesterin verstehen keiner. Weil es mit der Ernährung nicht passt. Ja. Ich glaube, ich kriege gleich schon mein zweites Kärtchen, Flo. Das geht hier Schlag auf Schlag bei der Bundeswehr. Das war's, ne? Genau, ich mache jetzt noch ein Pflaster drauf. Und dann dürfen Sie gleich wieder zurück zum Verteiler gehen. Und dann kriege ich ein Kärtchen. Genau. Weiter geht's. Guten Tag. Bitte. Haben Sie was zum Ablegen? Haben Sie? Nee, den habe ich jetzt fälschlicherweise mitgenommen. Der muss gar nicht hier hin. Das ist nämlich HNO. Okay, klasse. Kommen Sie ruhig rein. Dann darf ich Sie bitten, sich schon einmal aufzustellen. Ja. Sie dürfen einmal die Augen schließen. Ja. Und Sie dürfen einmal auf der Stelle mit einem Bein stehen. Kommen Sie ruhig ein Stückchen vor vielleicht. Ja. Genauso in die Mitte des Raumes. Ja. Gut, also legen Sie los. Klasse, nehmen Sie ruhig mal das andere Bein bitte. Ja. Morgens aber schon eine Aufgabe. Ja. Ich zeige schon mal so ein bisschen die Koordination am Morgen. Sie dürfen jetzt sich auf beide Füße stellen. Sie dürfen beide Arme nach vorne ausstrecken, die Augen schließen und auf der Stelle marschieren, bitte. So, was führt Sie heute zu mir? Ich will Eurofighter mitfliegen. Das war so die Idee. Das war die Idee. Und jetzt gucken wir, ob Sie das medizinisch auch mitbringen, dass Sie das dürfen. Richtig. Als sogenannter Jet Passenger, das ist richtig? Genau. Gut. Ich nehme die Maske ab. Dürfen Sie doch, Sie dürfen aber einmal die Brille und die Kappe, dürfte ich Sie bitten, abzunehmen, weil ich einmal an die Augen so einmal ablegen. Einmal bitte Blick geradeaus, Blick nach rechts, Blick nach links, Aufblick und Blick senken. Sie dürfen einmal jetzt das Gleichgewichtsorgan, das Periphere, reizen, indem Sie in der Horizontal den Kopf schütteln. Ganz stark links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jetzt in der Vertikalen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Blick geradeaus, die Augen öffnen, Blick nach rechts, Blick nach links, Aufblick. Klasse. Jetzt haben wir überprüft, ob da irgendwelche Nystagmen sind, als Ausdruck einer Fehlfunktion oder Störung des Gleichgewichts sogar. Ist es da? Nein. Habe ich das? Nein, haben Sie nicht. Okay. Alles gut, alles in der Norm. Wenn das noch läuft's gut, würde ich sagen, Flo. Oder? Können wir das mit dem Nicken nochmal machen? Dann fragen wir noch einmal nach Gehaltserhöhung. Ich habe auch Taschentücher da für die Tränen dann. Schlagfertig, der Mann. So, also, dann machen wir schon. Jetzt darf ich Sie bitten, einmal die Maske abzunehmen. Ja. Und hier stecken wir sind all meine Instrumente. Und ich schaue Ihnen jetzt einmal in die Nase. Sie halten den Kopf ganz normal, genau geradeaus. Genau, das schaue ich einmal in die Nase. Gott sei Dank habe ich eine große. Ja, das Wichtige ist auch, dass die sozusagen die Binnenanatomie, ne, dass sie da genug Platz haben für Luftbypass. Ne? Das sehe ich hier, klein bisschen Schwung im Septum. Was? Schwung im Septum? Schwung im Septum, ja, das ist die Nasenscheidewand. Das ist bei uns das Septum und 95% der Bundesbürger haben keine ganz gerade Nasenscheidewand, was aber nicht schlimm ist. Ne? Okay, okay. Wichtig ist, dass sie einen guten Bypass haben, das heißt zwischen Nasenscheidewand und Muscheln, das heißt im äußeren Nasengerüst. Das ist schon tief drin, das Ding, ne? Ja, ich muss genau ein bisschen die Tiefe schauen, das ist gut. Okay. Sonst sieht das alles sehr gut aus. Wenn Sie Sport machen, haben Sie keine Probleme mit der Nasenatmung? Nein. Sehr gut, das sehe ich auch. Das gefällt mir. Ich dachte schon, dass Sie jetzt sagen, müsste eigentlich sein. Also ruhig immer so, also wenn was auffällt so, ne? Also weil, ich bin echt sehr gespannt. Ja, nee, das sieht alles tipptopp aus. Darf Sie bitten, einmal den Mund schön weit zu öffnen. Ja, klasse, das ist gut. So, schauen wir mal hier. In Schanas gehe ich an Donnerstag. Sehr gut, da sieht man hier die Schaltlücke, die Sie haben. Ja, genau. Im Quadranten, das ist gut. Sollte mal gucken, weil sonst der Gegenkiefer sich runter bewegt, da wo man keine Abstützung hat. Mal bitte A sagen. Klasse, sieht man ein klein bisschen geröteter Gaumenbogen hinten links und rechts. Nochmal bitte A sagen. Klasse. Das ärgert mich. Einmal gucke ich hinten, nach oben in die Nase. Sie dürfen einmal zubeißen, dass ich den Schluss sehen kann. Noch einmal öffnen, die Zunge bitte nach oben an den Gaumen schlagen, dass ich einen Blick auf den Mund noch ein klein bisschen den Kopf senken, den ganzen Kopf senken, genau, klasse. Das ist in Ordnung. Mal die Zunge rausstrecken bitte und nach rechts gegen meinen Spiegel drücken. Nach rechts rüber, sehr gut, einmal nach links. Gut, guck mal die Zungenkraft, das ist der 12. Hirnnerv, den wir testen, den Nervus hypoglossus. Hinten sieht man ein klein bisschen Reibung im Weichgewebe. Ne? Aha. Sieht man hier auf der rechten Seite mehr als links und das imponiert durch ein klein bisschen, das wird so ein bisschen weißer hier. Abgefallen. Ja. Oben da sieht man, das ist der Ausführungsgang hier der Kopfspeicheldrüse. Ne? Wenn man hier drückt, sieht man, da läuft der Speichel sauber raus. Ne? So, das ist gut, das gefällt mir gut. Jetzt gehen wir einmal
Nochmal, bitte. Sie haben jetzt da gedrückt und dann kam Speichel aus meinem Mund? Ja, richtig, genau. Mhm. Das ist über den Ausführungsgang. Ne? Hier sitzt die Parotis, ne? Die große Kopfspeicheldrüse. Ja, ja. Und die hat sozusagen einen Ausführungsgang und der mündet über dem oberen Molar, über dem 1,26. Wie produziert die da Speichel? Die ganze Zeit produziert die Speichel. Sozusagen, sie können das fördern, indem sie saure Speisen essen oder eben auch die Kaumuskulatur, die hier läuft, bewegen durch Kaugummi-Kauen zum Beispiel. Und dadurch wird ständig ein Speichel produziert. Wir sind bis 1,5 Liter pro Tag, okay, immer produziert. Ne? Oder wenn sie sich auf was Leckeres freuen zu essen, dann läuft manchmal der Speichel im Mund zusammen. Oder wenn einem schlecht wird. Oder so, das gibt's auch. Das habe ich zum Beispiel auch manchmal, wenn ich was sehe, was ich nicht so cool finde, dass mein Mund was am Mund zusammen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Jetzt taste ich noch einmal hier die Lymphknoten. Also die tasten wirklich wie so ein Arzt. Das ist halt schon. Es ist nicht nur Verkleidung, der Karneval ist noch nicht. Das ist so, ja, das ist alles in Ordnung. Jetzt gucke ich mal das Kehlkopfgerüst hier, ne, das bewege ich hin und her. Das ist frei beweglich. Gut, abschließend machen wir das so, dass wir noch einmal einen Blick auf die Nasennebenhöhlen werfen. Wie viele untersuchen Sie am Tag in diesem Feld jetzt so? Oh, das sind so, ja, das kommt immer drauf an. Also wir haben die regulär geplant sind und die als, ja, sozusagen Neubewerber kommen. Und das schwankt, je nachdem, wie die am Vortag durch die Prüfungen kommen. Das kann theoretisch zwischen 0 sein, das habe ich noch nicht erlebt, aber hin bis zu 6 oder 8 Neulinge. Plus die regulären, und das kann auch schwanken, ich sag mal grob so zwischen 8 und 15. Also Patienten. Insgesamt müssen Sie das Patienten... Nennt man das Patienten? Nein. Das ist also ja sogenannte Probanden sind das bei mir. Ne? Sogenannte Probanden, weil die zu einer Begutachtung kommen. Ne? Okay. Ich danke für meinen Koffer. Dann wünsche ich alles Gute. Ja, vielen Dank. Bitteschön, dann haben Sie es bei mir geschafft. Und dann darf ich Sie entlassen. Mit weiteren Kollegen. Ja. Bitteschön. Tschüss. Schönen Tag noch. Sie dürfen sich einmal bis auf die Unterwäsche ausziehen. Socken können Sie anlassen. Ja. Okay. So, dann geht's erst einmal auf. Jetzt bin ich gespannt. Waage. Ach, oh Gott. Einmal drauf. Was schätzt du, was ich wiege? 90. Das ist so krass. Du? Ich bin ganz schlechter Schätzer. Ungefähr. Die machen das den ganzen Tag. Was schätzen Sie? Ich hätte jetzt immer 90 gesagt. So 95, 100. Ja, das ist immer... Pass auf. Das wird jetzt richtig gut. 98, 1. So, einmal krass, ne? Gerade stehen. Ja. Profi. Da haben wir genau 1,87. Was? Ja. Okay. Da zerplatzen Träume. Personalausweis steht bestimmt 1,89. Nee, 1,90. Oder ja, einmal die Arme seitlich ausstrecken. Oh. Hast du auch so Bohr gesagt? 96,2. Nein. 100,1. Die Beine breiter auseinander. Mhm. Den rechten Arm einmal hinterm Rücken. Mhm. Und einmal den Oberschenkel. 56,1, rechten Arm locker, runterhängen was. Der Blick. Okay. Ja. Hi. Und der vertikale Rumpf. Hallo. Hallo. Hi. Zieht ihr jetzt einmal? Nö. 1,72,3. Dann jetzt einmal auf den schönen Stuhlplatz nehmen. Einmal mit dem Gesäß bis hinten ran. Schön gerade sitzen. Kopf einmal nach vorne. So. Da sitze ist 96,7. Einmal die Fersen hinten dran, die Beine noch ein bisschen zusammen. Genau, da haben wir 66,9. So, jetzt kommt einmal die Sitzkante. 52,5. Lass dir das geben, wenn du das nächste Mal einen Anzug brauchst. 59. Rechte Fuß, einmal hier rein. Einmal in die Streckung gehen. 87,1. Ernst irgendwie so, ne? Ja, natürlich. Was ist das denn jetzt hier? Ach, Arm gleich, ne? Ja, das genau. Ist der Test, ob du die Knöpfe anfassen kannst, die du nicht anfassen darfst. Kommt der eh nicht dran. Einmal rechten Arm locker hängen lassen. Daumen und Zeigefinger zusammen. Und dann einfach nur mit dem Arm nach oben. Die Schulter bleibt hinten dran. 85,1. Einmal auf den Stuhl. Stellen? Setzen. Und das sind die Chippendales. Einmal Füße nebeneinander auf dem Boden. Arme im 90-Grad-Winkel an den Körper ran. Also schön in Italien rein. Schulterbreite haben wir genau 49. Hüftbreite 36,8. Dann einmal aufstehen und einmal die Arme nach vorne. Ja, genau. Le Flo? 23,6. Du sparst jetzt jeglichen Kommentar. Ich stelle mir das so vor, als also mit den Werten kannst du so eine Wachsfigur in Madame Tussauds machen dann auch. Dann gehen wir einmal rüber in den Raum. Mhm. Oh.
gucken uns jetzt einmal die Wirbelsäule mit Licht an. Geht es eigentlich noch wärmer in diesen Räumen? Wuhut. Zweimal am Tag ist Aufguss. Aber wirklich, ne? Es muss doch auch warm drin sein. Es ist warm. Ja, die Probanden ziehen sich auch aus. Einmal, also andersrum. Mhm. Und einmal die flauen Fußabdrücke. Und einmal die Türen zu. Ich mache einmal die Türen zu. Einmal mit den Fersen bis hinten dran. Türen ist zu. Habe ich? So, jetzt wird es einmal erstmal dunkel. Geil. Es kommen einmal so Streifenmuster. Mhm. Oh, guck mal, wie geil meine Fettblinker hier zu sehen sind. Guck dir die mal an hier, Flo. Teddybeöhrchen sind das. Guck dir mal die Teddybeöhrchen im Schatten an. Da. So, jetzt einmal die Unterhose unterm Po. Genau, und einfach ganz locker entspannt stehen bleiben. YouTube ist da ganz strikt, das wäre jetzt schon sexueller Inhalt, das ist eklig. Ich filme nur den Bildschirm, da sieht man nicht so viel. Okay. Okay, Unterhose darf einmal wieder hochgezogen werden, aber bitte noch stehen bleiben. Ja, habe ich. Jetzt umdrehen nochmal. Na, wir gucken. Nein, das nicht. Deswegen ist es so warm hier drin. Okay. Nee, aber das passt perfekt. Darf ich gucken? Ja. Auch wenn ich ein kleiner Fetti, ne? Na. Was? Na? Nein. Natürlich. Ich habe schon andere Sachen gesehen. Tiger, was ist hier los? Das ist Hüfte, genau. Aber was siehst du denn jetzt? Also meine Wirbelsäule ist... So von den Werten her ist eine ganz normale Wirbelsäule, weil die hier gerade runtergeht. Mhm. Aber es geht hauptsächlich um den Becken, also ob ein Beckenhochstand besteht. Ist aber bei dir auf null. Also Beckenhochstand? Ja, ob eine Seite höher als wie die andere. Ah, okay. Ja, sieht perfekt aus. Ja. Sind wir eigentlich fertig? Dann darfst du dich einmal anziehen. Ja. Oder ist eure Seite raus? Wie raus? Ach so, wegen den Maßen? Ja. Bin ich zu groß? Nein, ne? Da fehlt so nur eine 4 Knoten, ja. Aber würde auch. Wir müssen nochmal zwei Sachen machen. Nochmal auf den Stuhl drauf. Nochmal ordentlich draufsetzen. Schön wirklich mit dem Gesäß hinten dran. Ja. 65,8. Was hatten wir vorher? 69. Kann auch ein Tippfehler geben. Jetzt passt alles. Das sind die Oberschenkelgelenke. Die ist gefährlich. Du ein Schwein. Die ist halt wirklich sehr gefährlich. Knappe Sache. Hallo, Krämer. Hallo. Ich habe schon gehört, hier ist einiges los heute Morgen. Ich werde Sie jetzt ärztlich untersuchen, ja. Stelle erstmal ein paar Fragen und werde Sie dann auch körperlich untersuchen. Gerne. Bis jetzt läuft es sehr gut. Ja, das freut mich. Diese Dinger hier rechts und links sind Dekoration. Also das sind Messpunkte, die... Ich meine mehr diese Beulen hier. Ach so, ja, auf die, die interessieren mich eigentlich nicht. Deswegen sind wir sehr gut befreundet. Ich bin für die Knochen, Muskeln und Gelenke zuständig. Ein Traum. Ich schaue jetzt erstmal drüber, ob Ihre Messwerte alle in Ordnung sind. Das sind Sie soweit. Gut, dann würde ich Sie jetzt gerne untersuchen. Ja. Sie machen sich mal frei bis auf die Unterhose. Ja. Und Strümpfe auch ausziehen. Ich lege mal meine Hände auf Ihr Becken. Ja. Sie nehmen das Kinn auf die Brust und lassen sich so ganz langsam Wirbel für Wirbel nach vorne abrollen. Also bücken sich so langsam runter. Ich gucke jetzt nach, ob Sie irgendwelche Verdrehungen in der Wirbelsäule haben. Gut, das ist alles in Ordnung. Sie können wieder hochkommen. Okay? Ja. Sie nehmen mal die Beine zusammen, so dass sich hier diese beiden Stellen gerade so berühren. Sie haben eine gerade Beinachse, das ist sehr schön. Einfach stehen bleiben, ich komme immer wieder zu Ihnen zurück. Genau, ich brauche nochmal Ihre Rückseite bitte. Ich messe jetzt mal die Beweglichkeit Ihrer Wirbelsäule aus und mache mir ein paar Markierungen an den Rücken. Gut, Sie beugen sich jetzt auch wieder nach vorne, Kinn auf die Brust und richtig zusammenrollen, also einen festen Gatzenbuckel machen. In einem Rutsch, ne? Genau. Bitte, Sie wieder hochkommen. Ja. Ich stehe ja falsch. So, Knie ganz gestreckt lassen und jetzt mal mit den Händen bis zum Boden runter, wenn es geht. Ja, das Knie nicht schummeln. Genau, gut, passt. Tut irgendwas weh? Sie können wieder hochkommen. Nein. Gut, dann einmal bitte auf Zehenspitzen zur Tür gehen. Und umdrehen. Das hat mir Roche beigebracht. Und dann mal auf den Fersen zurückkommen. Mal auf dem rechten Bein stehen bitte und auf dem rechten Bein hüpfen. Gut, gut. Und wieder hinstellen. Eine tiefe Kniebeuge, so weit wie es geht. Gut, kommen Sie wieder hoch. Tut das in den Knien weh? Nee. Einmal hinsetzen, bitte. Sie sind rechts oder Linkshänder? Rechts. Gut, den Bizepsumfang hätte ich gern. Einmal anspannen, bitte. 41. Digga, einen stolzen 41. Und die andere Seite? 22. 40,5. Ehrlich? Ja. Das ist aber okay. Das ist normal. Das ist aber okay. Ich hätte es schlimmer erwartet. Das ist übrigens eine Untersuchung, wo alle sehr empfindlich drauf reagieren, weil sie denken, oh, jetzt muss ich zeigen, was ich habe. Auch die Frauen im Übrigen. Aber 40 ist okay, 41. Super, das ist super. Ja, sehr zufriedenstellend. So, einmal das Kinn fest auf die Brust nehmen und wieder gerade. Dann den Kopf mal so in den Nacken nehmen.
entspannt sitzen. Ich habe jetzt alles gemessen, ja, du bist ein hässlicher Vogel. Gucken Sie mal Ihr Pflasterfeld ab, das können Sie da ablegen, genau. Danke sehr. Ja, waren Sie auch zufrieden mit der Untersuchung? Ja, sehr. Sehr schön. Ist bis jetzt alles sehr sympathisch, sehr lustig, es macht wirklich Freude. Ja, also für jeden, der zur Bundeswehr will, ne, kommt vorbei, wird lustig. Nur warm, zieh ich nicht so dick an. So gut wie hier sind Sie noch nie untersucht worden. So gut wie hier wurde ich noch nie untersucht. Daumen, Daumen. Perfekt. Kein Metall im oder am Körper? Nein. Kein Schrittmacher? Nein. Okay, super. Schon mal ein MRT von der Wirbelsäule gehabt? Von der Wirbelsäule nicht. Würde ich vorschlagen, einmal metallfrei machen. Mhm. So, also das jetzt einmal deine Kabine, genau. Und dann darfst du einmal die schicke Einmalkleidung anziehen. Okay. Und dann holen wir dich von der anderen Seite gleich durch. Okay, bis gleich. Hallo. Alles gut? Ja, super. So, dann darfst du dich einmal hier reinlegen, auch mit dem Kopf in diese Schale. Ja. Da rutsch ruhig noch ein Stückchen hoch. Tschüss, Flo. Schon. Ich hab dich lieb gehabt. Alles gut? Alles super. Bis gleich. Hi. Hi. Alles gut? Boah, ich hab so tief gepennt, ne? Bist du jetzt auch geworden durch die Musik? Das könnte ich echt lange machen. In Verbindung mit 4 Uhr morgens aufstehen. Hat sie geschnallt? Hört ihr nicht, ne? Wir haben es nicht gehört. Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Oh. Alles gut überstanden? Ja. Also wir haben ja gesagt, oder der Dr. Ehling hatte ja gesagt, wir machen diese Messung ja, um vor allem zu gucken, ob die Wirbelsäule in Ordnung ist und stabil ist. Mhm. Ne? Und dabei hat er ja auch erwähnt, dass es manchmal... Oh, warum ist die denn hier anders, glaube ich? Ja, das ist hervorragend. Sie können sich als Radiologe sozusagen bewerben. Das ist nämlich genau eins von diesen Blutschwämmchen, die wir sehen wollen. Also man macht die Wirbelsäule ja von der Locke bis zur Socke sozusagen. Man fängt an der Halswirbelsäule an. Man sieht das hier an dem Modell vielleicht auch. Das sind dann halt die einzelnen Segmente der Wirbelsäule. Und der Scanner ist halt ganz schick. Der macht das dann in mehreren Etagen und stitcht das hinterher zusammen, dass man sozusagen eine gesamte... Das ist schon eine wirklich faszinierende Technik, ne? Ja, guck mal hier. Hier siehst du jetzt quasi keinen Übergang mehr. Das ist also diese gesamte Wirbelsäule von der Seite in einem Bild. Und man kann dann so durchscrollen. Ist denn der Schwung okay so? Ja, der ist sehr schön sogar. Also hier an der Lendenwirbelsäule könnte es theoretisch noch ein bisschen mehr Lordose, also beim Fahrer sitzt demnächst die Lordosenstütze ein bisschen weiter ausfahren. Ist der Schwung noch, warum ist dieser Schwung so da? Dient das wirklich wie so eine Art Feder, dass der Körper dort Stöße abfangen kann? Ja. Weil wenn man sie jetzt so sieht, finde ich, hat sie ja schon einen sehr... Ja. Also einen wirklichen krassen Schwung. Dass das hier so gerade ist auch nochmal, ne? Das soll so sein. Also das ist ein hochkomplexes Gebilde. Das ist ja nicht nur in dieser... Längsschnittebene wichtig, sondern das ist ja in allen drei Raumebenen eine komplexe Form. Das ist Fett. Ah ja. Wir haben aber gerade, oder die Frau Logan hat gerade schon gesagt, dass ausgesprochen viel Schultermuskulatur sichtbar war. Das machen wir hier bei dieser Suchmessung. Und dann sagte irgendjemand anders, er scheint zu trainieren. Also das Dunkelgraue sind jetzt die Muskeln im Nacken und Schulterbereich. Boah, so können die aber auch. So sieht es aber echt. Das sieht gut aus. Das sieht amtlich aus. Das sieht bei mir wahrscheinlich anders aus. Haben wir auch gerade schon leider festgehalten. Also das ist tatsächlich auffällig gewesen, positiv. Ne? So, aber der entscheidende Punkt ist dann tatsächlich... Boah, krass, das sind meine Muskeln? Ja, das ganze Dunkel hier. Richtiger Hulk. Ja. Mal zurück. Aber auch der Nacken hier, der Trapezius sozusagen, das ist tatsächlich relativ eindrucksvoll und relativ wenig Fett. Also es gibt noch Leute, die weniger haben, logischerweise, aber schon sieht nicht so schlecht aus. Das sieht aber wirklich krass aus. Ja. Davon brauche ich hier nach hinten wird es noch viel mehr. Aber sie trainieren wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das sieht schon wirklich... Und es ist auch gleichmäßig. Es zeugt davon, dass die Übungen richtig gemacht werden, dass es nicht eine einseitige Belastung ist. Sieht man das sonst auch? Ja. Also die viele haben nicht so viel Muskulatur tatsächlich. Also wenn ich mich da jetzt reinlegen würde, wäre es bei Herrn Ehling wahrscheinlich auch. Bei mir wäre es nicht so viel. Der ist zwar hat weniger Körperfett, aber auch weniger Muskeln. Ja. Wow. Naja, und hier sieht man jetzt auch die Wirbelsäule nochmal von vorne natürlich. Es geht ja primär um die Wirbelsäule, da ist sie schön gerade. Trotzdem merke ich gerade, bin ich etwas angespannt, etwas nervös, diese helleren Stellen. Ja, ist nicht, kein Grund zur Sorge. Ne? Also, kein Grund, nervös zu werden. Ben, das sind genau diese Blutschwämmchen, von denen ich anfangs erzählt habe. Sollbruchstellen. Das wären Sollbruchstellen und jetzt muss man in dem Fall nochmal genau volumetrieren, wie viel vom Wirbelkörper das ausnimmt und welche... Strukturen mit betroffen sind und dann mit interdisziplinär mit der Fachdisziplin Orthopädie zusammen beurteilen, was die Flugtauglichkeit angeht. Und hier sieht man halt nochmal dieses Bild, haben wir jetzt quasi nochmal rausvergrößert. Und in der Zeit haben wir jetzt all diese Aufnahmen gemacht. Ja, und hier ist jetzt mal ein Querschnittsbild, da sind wir jetzt auf dieser Linie genau da durch, um uns das genauer anzugucken. Ja. Jetzt kann man das hier halt super schön sehen. Das ist dieser Blutschwamm, der geht ja auch auf diesen Wirbelbogen. Der Wirbelkörper geht ja so um den Rückenmarkkanal herum. Also das ist der Rückenmarkkanal? Das ist das Rückenmark, das ist der Kanal drumherum mit dem Rückenmarkwasser, dem hellen drumherum. Ne? Und das ist jetzt der Wirbelkörper im Querschnitt, also genau auf dieser Linie da. Ne? Mhm. Und da kann man
das jetzt extrem schön sehen. Und diese kleinen schwarzen Pünktchen hier, diese, die man da sieht, das sind halt die Adern, Luft, die da durchziehen. Adern? Nee, keine Luft. Hier sehen wir nichts. Nee, nein. Also hier ist alles gut. Und die Vermerkung, wie gesagt, das sagt der Ehling ja schon, das ist nichts Krankes. Ja, das ist für die Gesundheit völlig irrelevant. Ja. Ich meine auch wie irgendwelche Auffälligkeiten allgemein im Körper sehen. Haben wir uns alles angeschaut, ne? Die Leber, Milz, Nieren und so weiter. Ein paar Jahre wird es JP Performance noch geben. Das wird jetzt elektronisch übermittelt. Ne? Die Bundeswehrärzte gucken da jetzt auch noch drauf. Die werden das interdisziplinär besprechen und dann werden die nachher irgendwann so oder so machen. Okay, ich danke vielmals. Dankeschön auch. Ich muss sogar ehrlich zugeben, dass ich mir vorher einmal so ganz durchgucken, man macht sich ja schon irgendwie so. Ja, klar. Sagen, ne? Ja, natürlich. Und jetzt gerade, wo ich jetzt 22 geworden bin, machst du ja schon Anfang. Ja, natürlich. Was ist halt los, was du Gedanken machst. Ne? Nee, aber das beruhigt mich doch sehr. Okay. Ja. Dann danke ich. Danke auch. Ich wäre dann wieder da. Würde gern. Oh, hat aber sein Becherchen hier stehen lassen. Ne? Also, Otto. War fertig? Ja, was machen wir jetzt? Was haben wir noch zur Wahl hier? Genau, wir haben dann noch 20 Minuten Zeit ungefähr, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach schon mal mit der inneren an. Wir können schon mal so einen Lungenfunktionstest oder ein Ruhe-EKG machen. Das ist ohne Sport, ne? Genau. Weil ich muss auf jeden Fall was vorher essen. Genau, ja, das hier ist einfach nur mal ein Ruhe-EKG oder so vor der Mittagspause machen und dann machen wir jetzt Belastungs-EKG danach der Mittagspause. Wo muss ich hin? Einmal nach oben zuerst Oberschuss, dann einmal nach links. Okay, es hat schon Asterix und Obelix-Charakter, ne? Hat's wirklich. Also einmal hoch. Ja. Genau, und dann erste? Hier oben drüber. Genau, hier alles oben. Wieder am ersten. Okay, super. Dann den Kopf anrichten. Ja, bitte. Und dann dürfen Sie einmal mit reinkommen. Das mache ich gern. Sachen einmal hinten links auf den Nackenbock ablegen, den Oberkörper einmal frei machen. Kannst du auch eigentlich grundsätzlich nackt hier rumrennen. Also ja, so oft. Ich komme auch produktiv. Genau, und dann einmal auf die Liege legen. Mit beiden Beinen einmal runter und. Ja, ich mach so, genau. Ja. Genau, und dann einfach durchlegen. Das sind aber diese Deutschlehrer-Fahrräder, diese Liegeräder. So, dann dürfen Sie einmal die Arme gerade entlang des Körpers legen und schön ruhig und entspannt liegen bleiben. Wird etwas nass und kalt. Ja, das wird schon fast die Schuhe. Fast meine Achillesferse. Ich hasse das. Ja, schon geschafft. Ich finde, das ist echt widerlich. Also Ruhepuls habe ich jetzt nicht mehr. Ja, das ist schlecht. Ernsthaft? Nee, Sie bleiben einfach ganz ruhig und entspannt liegen. So. Dann haben Sie es auch schon geschafft. Und wie viel ist? 62. Das ist, weil ich jetzt gerade gekichert habe und gegeiert habe. Ich habe sonst viel tiefer. Ist eigentlich ganz gut. Ich habe sonst 50-55. Ja? Ja. Naja, dann liegt es daran. Dann dürfen Sie sich einmal wieder anziehen, noch einen kleinen Moment im Wartebereich warten, geht gleich mit der Lungenfunktion weiter. Okay. Die Kabine sieht echt... gefährlich aus. Die sieht wild aus. Ich gehe rein, ne? Ja. Ja. Mal Lungenfunktionstest gemacht? Nein. Dann einmal so aufrecht wie möglich hinsetzen, bitte. Was mache ich jetzt genau? Ich pumpe jetzt da volle Möhre rein, oder? Nee, erstmal nicht. Ich erkläre es noch einmal. Also ich werde gleich die Tür schließen. Sie werden die Nasenkammer auf die Nase setzen, Mundstück in den Mund nehmen, sodass Sie mit den Zähnen auf der Markierung liegen, fest mit den Lippen umschließen, ganz entspannt ein- und ausatmen, dann gebe ich die Geschwindigkeit vor, wie Sie atmen sollen. Danach wird Sie... Wie machen Sie das? Ich sage einfach einatmen, ausatmen, okay. Einatmen, ausatmen. Und dann immer voll einatmen, ne? Ganz entspannt, wie Sie sonst ganz entspannt. Auch machen. Genau. Danach wird sich ein Verschluss im Mundstück verschließen. Da bitte nicht erschrecken, das fühlt sich an, als könnten Sie nicht atmen. Mhm. Sie lassen den Mund geschlossen. Ganz entspannt weiter ein- und ausatmen, nicht gegenpusten oder fest dran ziehen. Die Klappe öffnet sich wieder automatisch. Das Ganze machen wir dreimal. Ich kündige das aber auch vorher immer an. Dann werde ich Ihnen ansagen, dass Sie die Lunge komplett leer atmen sollen. Also das heißt, alles ausatmen, tief und fest Luft nehmen und mit Schwung alles rauspusten. Da ist dann wichtig, volle Möhre rein zu knallen. Okay, cool. Genau. Wichtig, immer so lange ausatmen, bis ich das nächste Kommando gebe. Nicht vorher aufhören. Man denkt immer so, okay, kommt nichts mehr, man fängt auch manchmal an Luft zu holen. Also entleeren. Genau, nicht machen. Also wirklich immer so lange ausatmen, bis ich das nächste Kommando gebe. Okay. Gut. Dann einmal ans Mundstück rangehen, Nasenklammer aufsetzen. Genau, erstmal ganz entspannt ein- und ausatmen. Einatmen und aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Nicht erschrecken, der Verschluss kommt. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Sehr gut. Das Ganze noch einmal. Dann nochmal Luft nehmen und alles ausatmen. Alles raus. Ausatmen, ausatmen, weiter ausatmen, weiter ausatmen. Noch ein kleines Stück weiter ausatmen. Jetzt tief und kräftig Luft nehmen. Und mit Schwung auspusten, richtig rausschießen. Weiter ausatmen, weiter ausatmen, weiter ausatmen. Noch 2, 1 und Luft holen.
am Mundstück dranbleiben. Wir machen das nochmal mit geöffneter Tür. Aha. Gleich beim Ausatmen nochmal mit ein bisschen mehr Power. Aha. Also das erste Mal ganz entspannt alles rauslassen und beim mit Kraft rausschießen wirklich nochmal mit ein bisschen mehr Kraft. Aha. Und nochmal Luft nehmen und alles ausatmen. Und weiter ausatmen, weiter ausatmen, weiter ausatmen. Jetzt tief und kräftig Luft nehmen und rausschießen Luft. Weiter ausatmen, noch 3, 2, 1 und Luft holen. Okay, dann dürfen Sie einmal vom Mundstück abgehen, Nasenklammer abnehmen. Kleinen Moment warten, ich bearbeite das kurz. 30 Punkte. So ohne Gegendruck, so ausatmen ist nicht ohne. Ja. Weil er ja gar nichts ist so. Genau, ist schon anstrengender. Ich finde aber, du wurdest gut angefeuert. Danke. Also. Der Kasten vibrierte kurz. Die Stimmung ist sehr schnell gekippt hier gerade. Guten Tag, Jean-Pierre, hi. Das sollte ich abgeben, glaube ich, noch, ne? Ja, perfekt. Machen wir gleich. Dankeschön. Und, machen wir jetzt Sport? Nee, Ultraschall vom Bauch erstmal. Achso, okay. Dafür müssten Sie aber einmal den Oberkörper frei machen. Schatze, mittlerweile in jedem Raum wurde mir das gesagt. Ich glaube, ich wurde schon so oft ausgezogen. Ein junger Arzt, ne? Ja, aber. Doktor. Nee. Genau, ja. Kommt jetzt kommt wieder die kalte Nummer, ne? Ja, ja. Boah, jetzt nicht erschrecken, ich bin echt ein Mädchen. Fangen wir oben an. Ja, das sieht nicht gut aus. Nicht gut? Dauerspaß. 5 Jahre gebe ich noch. Okay, ciao, ne? Ja, das machst du dann jetzt auch. Also, was sagst du denn? Ja, sieht gut aus. Das Schilddrüse, guck ich mir an. Das Gewebe ist homogen, nennt man das, ne? Also, jetzt keine gucken, ob noch Raumforderungen oder irgendwie Zysten sind und. Irgendwelche Tumore. Hast du keine gefunden, ne? Das ist jetzt alles gut. Ja. Das ist quasi jungfräulich, das Organ. Ah, geil. Ich sag jetzt was echt Peinliches, ne? Ja. Ich wusste nicht, dass die Schilddrüse da sitzt. Also ich wusste es auch erst bis gestern noch nicht, aber jetzt habe ich es auch immer extra eingelegt. So, jetzt schauen wir hier nochmal die Halsschlagader an. Der Druck. Der Kopf ist auch cool. Da kommt ein Geräusch raus. Ist cool. Ja, hast du bei Google gefunden, ja, ne, wenn man da drauf drückt. Was ich werde sagen, weiß ich auch nicht. Ist auch cool. Passt. Das ist richtig emotional hier gerade. Ich merke, ja, voll. Sieht gut, ja, aus. Sieht auch gut, ja, aus. So, ja. Man darf nicht so viel Hoffnung machen. Wenn Geräusche kommen, ist es gut. So, schauen wir auf den Bauch. Oh Gott, hier ist ein Malheur passiert. Ja, Entschuldigung. Also bis jetzt sieht aber alles gut aus. Das passt alles. Ja? Brauchen wir uns keine Gedanken machen. So, hier schon mal die Haut. Was guckst du jetzt? Die Bauchschlagader, schauen wir jetzt mal hier. Im Querschnitt haben wir die. Also es scheint ja quasi einmal zu rein. Ganz ehrlich, für den Moment hat es so ein bisschen so, so wie du mir das so zeigst mit dem Bildchen, dass wir unser Kind angucken quasi. Ja. Da ist er. Da. Guck mal, der Tobias. Der Kleine. Also entweder ein Mädchen oder ein Junge mit kleinem Penis. Ganz der Papa. Ich glaube, dann bitte einmal den rechten Arm hinter den Kopf nehmen. Das kann doch nur eklig kalt werden jetzt. Ja, Digga! Ja, ich bin auch gar nicht dran. Doch! Ah! Ah, herrlich. Da ist die Niere hier, ne? Hier oben ist Fettgewebe. Können wir auch mal ausmessen. Aus Spaß. Ich kann auch mal was ausmessen, gleich. 2,2 cm reines Fett. Digga, gleich fängst du dir ein, Alter. Aber auch die Art und Weise, wie du es sagst. 2,2 cm reines Fett. Du hast es auch nicht richtig gemessen, ne? Ja, ja, das war schon grob. Das war grob. Könnte mehr sein. Aber ich bin ja auch kein Gutachter hier. Der sieht aber gut aus. Altersentsprechender Normalbefund. Wie alt sind Sie? Du weißt nicht, wie alt ich bin! Boah, ich 42. 80, ja, 80 geworden. Guck mal, dafür ist geil, ne? Dafür ist echt in Ordnung. Die anderen liegen bestimmt alle mal ganz ruhig bei der Kälte. Nein, komm, viele sind am rummeckern. Eigentlich keiner. Ach, halt's mal. Nochmal tief einatmen bitte. Die andere Niere, linke Seite. Genau. Was guckst du? Das ist jetzt die linke Niere gewesen. Also ist einmal Größe gemessen. Und auch so kann man gucken, ob eine Niere so ein Stau ist oder quasi, ob die normal, die Niere produziert Urin. Und wenn man jetzt hier Flüssigkeit ist mal dunkel dargestellt, wenn es jetzt zum Nierenstau käme, wird man hier also vermehrt Flüssigkeiteinlagerungen sehen. Oder ich habe heute Morgen den Becher schon richtig vollgeschossen, also da kann ich ja, das sieht man, das sieht man nicht, aber wie viel man trinkt, kann man davon nicht. Achso, das kann man nicht. Nee, nee. Okay. Das will man in der Harnblase sehen, ob die gefüllt ist oder nicht. Und hier oben kommt dann die Milz rein. Was ist das hier? Dieses weiße Faserige? Welches?
Das ist Zwischengewebe, das ist zwischen, also meistens Fettgewebe zwischen den beiden Organen. Ach, wieder dieses Fett. Ja. Mhm. Das ist ausreichend vorhanden. Ist genug da, brauche ich nicht mehr? Nee. Das fehlt aber auch. Genau, das ist auch wichtig. Es ist viel Arbeit und ich kümmere mich wirklich. Ich kümmere mich auch sehr gut um meinen Fettgehalt. Das ist wichtig für mich. Ja. Nee, es ist ja auch so, wenn man dann mehr vermehrt Fett hat, hat man ja auch quasi mehr Polster gegen stumpfe Traumata. Und dahingehend hat einen Überlebensvorteil. Und darum habe ich mich gekümmert. In jungen Jahren auch, ja. Die Milz. Da ist ein richtiger Apamelon, ne? 11 cm lang, 7 cm breit und 4 cm hoch, also wie 4711 Kölsche Wasser. Das ist so, so merkt man das hier in Köln. Einzige Organ, wo ich die Größe weiß. So, dann muss ich einmal die Hoden schalten. Machen wir jetzt mit Kamera oder? Was machen wir? Nein, war Spaß. Jetzt. Ich muss einmal die Prostata angucken, aber wenn du die Schnalle ein bisschen aufmachen. Komm, Flo, wir fahren einmal die Woche hier hin und machen das mit. Also der ist ja was ganz anderes. Was macht der? Den schiebst du rein, oder? Da muss die Kamera gleich raus. Machen wir das? Nein, der ist fürs Herz. Ach, schade. Oh, ich dachte schon. Ah, das ist nicht so voll. Wahrscheinlich haben sie gerade auf, also waren gerade auf Klo, genau. Ja, genau. Aber machst du auch so den so Husten und so? Ja. Ernsthaft? Ja. Können wir das auch machen? Also, deine Mutter kann das machen. Ja, das machen wir alles machen wirklich. Man schaut halt nach Leistenhernien oder halt, ob man quasi dafür prädisponiert ist. Und dann quasi durch den, wenn man husten lässt. Das heißt, du hast schon ein paar Meter gesehen? Ja, genau, ja. Sind wir durch hier? Ja, ja, ja. Okay. Also ich weiß nicht, was alles reingeschnitten wurde. Der Mann ist lustig. Das muss alles raus. Aber ich glaube, wir konnten nicht viel benutzen von diesem Gespräch, weil wir teilweise wirklich hier nicht konform waren, richtig? Sagen wir mal. Ja. Sag mal, Scheiße. Ich würde nachvertonen, glaube ich. Ja. Mit einer schmucken Stimme aus dem Off. Nee, aber dafür, dass du eigentlich gar kein Doktor bist, hast du ganz gut gemacht. Oder? Ich habe es echt spät gemerkt. Ja. Aber kannst du das Namensschild wieder abgeben? Dann der schöne Tag kommt jetzt. Achso, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt rüber zur Untersuchung. Das war Vorspiel. Okay. Gut, so. Der könnte original bei uns arbeiten, ne? Ja. Also er passt so rein ins Bild. Wer der erste? Nee, der zweite Doktor bei uns. Braucht er noch einen Ganzarzt? Ja. So, was haben wir? Jet Passenger nochmal. Also, ich kann ja alles fragen, mit eh wahrscheinlich alle nachher rausgeschrieben. Frag mal, was Persönliches. Ne? Also, ich muss schon mal durchgehen. Sind irgendwelche Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten bekannt? Nein. Besser ist es. Vorerkrankung, irgendwas, was du mitbringst? Diese Fragen habe ich jetzt schon beantwortet. Ich mache das auch nur, um dich zu nerven. Okay. Aber, ja. Ein bisschen lauter müsstest du sprechen. Ja, dann fangen wir von vorne an. Irgendwelche Allergien bekannt? Nein, Tim! Okay, Vorerkrankungen? Nee! Drogenkonsum? Was? Drogenkonsum? Nein! Schon mal dran gedacht? Nein! Angeboten worden? Ja! Abgelehnt? Ja! Energisch? Ja! Nee, nicht so. Haben Sie ihn schon mal konsumieren sehen? Nein. Gut. Das wäre ein Ausstoß. Alkoholkonsum pro Woche? Noch nie. Noch nie? Ja. Als Kölner kann man das gar nicht eintippen, ne? Nimmt er euch an, das Zugang. Es gibt nicht das Auswahl. Das muss ich jetzt per Hand eintippen, das kann ich nicht anklicken. Vollkommener Spinner. Er hat gesagt, nie. Einige. Karneval bist du ganz vorne dabei, ne? Ach, warte mal, das ist dein Karnevalskostüm. Jetzt hab ich's. Das alles ist wie ein Karnevalsverein. Ja, das Geilste wäre, wenn wir so rausgehen und er hat geglaubt. Also ich schreibe hier aktuelle Anamnese Wohlbefinden. Mhm. Wollte ich einen Kaffee oder so haben? Also, wir sitzen schon ganz schön lange hier rum. Oder was? Frage Patienten nach Kaffee, kam gerade so eine Meldung in. Ich wollte nur nett sein, hab eh keinen Kaffee hier. Ja. So, schauen wir mal EKG an. Die haben mich vorher auch dazu geärgert. Normalerweise habe ich 55-50 und da war jetzt 60 Ruhe. Ja, genau, 62er Ruhepuls. Das ist hoch für mich. Ah ja, aber für ist normal. Ja, also unter 50 sagt man, ist so eine Bradykardie, also das sind dann quasi. Laut Definition zu langsam, aber 60 ist voll im Rahmen. Also weil meine Uhr macht manchmal eine Meldung, dass er zu langsam ist. Ah, okay. Ja, interessant. Sag das doch nicht. Nein, aber in der Regel hat er 55. Ja, nee, es passt aber sonst alles. Wir gucken hier halt vor allem nach Rhythmusstörungen oder irgendwelche, das sind die Ischämiezeichen im Herzmuskel, dass sie quasi unterversorgt ist, aber es passt alles. Gut, das kann ich selber ausfüllen, dann müssen wir einmal die, wie wir uns in der Untersuchung machen. Also ich würde einmal auf Herz drauf hören, Lunge. Ja, mach einfach. Ausgedehnt. Ja, machen wir nochmal. Ja, nochmal Pulli ausziehen? Ja, wirklich. Kann ich wegschmeißen, die Klamotten. Perfekt. Ich messe einmal Blutdruck im Stehen. Ist das ein Unterschied?
Ja, also quasi jetzt auch sehr, der war jetzt nicht in Ruhe richtig, dass er aus der Bewegung raus. Mhm. Schauen wir mal, da wird schon passen. Aber guck mal, die Arme sind nicht schlecht. Da wird hier was drauf ist. Mann, <ja. lacht> ich glaub, ganz alle Zuschauer denken sich so, endlich sagt's einer mal. Hat ganz schön Plauze, der Kollege. Jetzt habe ich meinen T-Shirt wieder anziehen. Nee, Moment. Nein, natürlich nicht. Bitte durch den offenen Mund tief ein- und ausatmen. Sehr gut, nochmal weiteratmen. Nochmal weiteratmen. Mal ganz normal. Okay, ein kurzer Bromant irgendwie. Ja. Jetzt aber? Ja, Moment noch einmal. Ne? Ja, okay. Patient ist über Indikation, Komplikation gemäß Aufklärungsbogen aufgeklärt, einschließlich Todesfolge. Also falls es vors Gericht geht. Hier, hat er gesagt, ist okay. Oder er hat was anderes gesagt, weil er so genuschelt hat. Gut. Ah, jetzt kommt ja die Schlussszene, jetzt müssen wir ordentlicher sein, das ist das Einzige, was reinkommt. Ne? Achso, ja, jetzt müssen wir wieder. Ja. Seid ihr bereit? Das muss jetzt rein, das muss ins Video schaffen jetzt. Okay. Vielen Dank. Jo, auch. Okay. Vielen Dank, alles Gute. Danke sehr. Gute Heimreise. Danke. Also, wir haben hier den linken Vorhof, da die linke Kammer. Rechter Vorhof, rechte Kammer und dazwischen die Klappen, die sich öffnen und schließen. Hier links sieht, also auf der rechten Bildseite linke Herz. Das sieht man aber sehr gut, ne? Ja, man sieht gut bei ihm. Haben wir Glück gehabt. Man sieht hier Sehnenfäden, mit denen die Klappe hier an so Muskelsträngen befestigt ist. Das ist eben bei einer anderen Einstellung dann noch ein bisschen besser. Ja. Damit das linke Herz macht diesen Blutdruck von 120 zu 80, beziehungsweise dann beim Sport 250 zu, damit diese Klappe nicht nach hinten durchschlägt. Deswegen gibt es da so ein Fixierungssystem. Ist denn irgendwas auffällig so? Das kann ich Ihnen ganz zum Schluss erst sagen. Okay, gut. Vor dem Ergebnis steht die Untersuchung. Und Sie machen Kraftsport, richtig? Mhm. Mhm. Beim Kraftsport unbedingt normal weiteratmen, nicht Luft anhalten und pressen. Der Druck ist ein bisschen grenzwertig. Der darf bis maximal 25 mm Ag sein. Und die haben wir auch. Wenn Sie Luft anhalten und pressen, also diese Pressatmung machen, dann ist der Druck in der Lunge erstmal hoch, dann erhöht sich der Druck auf die Lungengefäße und damit erhöht sich der Druck auf dem rechten Herzen und das zeigt sich jetzt inzwischen auch schon in Ruhe. Okay, immer normal weiteratmen beim Kraftsport, ganz wichtig, sonst machen Sie Ihr Herz kaputt. Ich bin gerade sehr beeindruckt, weil das wirklich Thema ist bei mir. Mhm. Und das sehen Sie jetzt da. Ja, habe ich Ihnen quasi bewiesen. Ja, auf die linke Seite. Wow, ich muss noch mal eben was zurück was fragen. Mhm. Gleich. Ja. Und zwar, wenn ich jetzt wieder klarer atme beim Training, würde das bedeuten, dass sich das wieder verbessert? Das hoffen wir, ist nicht sicher. Und welche Risiken bestehen in diesem 25er-Wert? Der 25er-Wert ist nicht dramatisch, weil das genau die Grenze ist. Aber wenn der weiter steigt, der Druck über dem rechten Herzen, dann kann das Blut aus dem Körper nicht mehr so gut angesaugt werden. Das heißt, es lagert sich überall ab, im Bauch, in der Leber, in den Beinen. Sie kriegen Wasser in den Beinen, Wasser in der Lunge etc. Das ist sehr gefährlich, ungesund und man kann mit würde über mein Atmen beim Training auch verbessert werden. Wir hoffen, dass es wieder zurückgeht, aber es kann sein, dass es auf diesem Niveau bleibt. Wichtig ist aber, dass es nicht schlimmer wird, dass der Druck nicht weiter steigt. Man kann... Sollte man das dann mal so in 5 Jahren nochmal kontrollieren oder öfter? Nee, Sie brauchen es gar nicht mal kontrollieren. Das Wichtige ist, dass Sie keine Pressatmung mehr machen beim Kraftsport. Man kann beim Kraftsport 3 Dinge falsch machen von internistischer Seite, von orthopädischer kann man richtig viel falsch machen. Das ist zum einen die Pressatmung, zum anderen, dass man Eiweißshakes konsumiert. Die zerstören die Nieren tatsächlich, also die Anzahl der Dialyse. Eiweiß oder Protein? Das ist das Gleiche. Protein ist der schlaue Begriff für Eiweiß. I don't know. Genau wie Kreatinin oder Kreatin. Das ist auch ein großes Problem. Das zerstört tatsächlich die Nieren und man hat zum Beispiel, wenn man einen schlimmen Verkehrsunfall hat und da richtig schlimme Muskelquetschungen, dann entsteht dadurch eine Crush-Niere, dass es zum Nierenversagen kommt durch die Eiweiße aus den eigenen Muskeln. Wenn Sie zusätzlich jeden Tag Eiweiß oder mehrfach die Woche Eiweiß konsumieren, geht das auf die Nieren und die meisten Dialysepatienten bisher sind Diabetiker, aber es gibt immer mehr Shake-Konsumenten, die dialysepflichtig werden. Und wir sehen hier viele junge Männer mit einer kaputten Niere. Okay.
klare Empfehlung, die Sie jetzt sagen würden, was soll ich tun? Keine Pressatmung mehr. Auch wenn Sie einen Kasten Wasser heben oder so, immer normal weiteratmen. Sagen Ihnen eigentlich auch die Sporttherapeuten, die ordentlichen. Ganz normal weiteratmen. Ganz normal atmen, nie Pressatmung, nie Luft anhalten, pressen. Damit kann man ein bisschen mehr Gewicht stemmen, aber lieber 2-3 Übungen mit ein bisschen weniger Gewicht. Ja, 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 ja. 2-3 Durchgänge mehr, genau. So Leute, jetzt, jetzt geht's ab. Ich bin sicher, dass du da mal drauf filmen willst nachher, da sieht man ja alles. Kann man auch am Rechner machen. Auf dem Lehrerfahrrad hier. Mal gucken, ob er Physiklehrer ist oder nicht. Nur das Ankleben der Elektroden gleich wieder. Ach so, ja, ja, ja. Puh, aber jetzt darf ich ja Puls haben. Die Beine sind ja jetzt fest, also kann nicht mehr passieren. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Tag so lustig wird. Bereit? Nee. Okay. Wird nass und kalt und verschrecken, bitte. Das ist da ein fieses Ai-Ai. Ja! Den Arm einmal zur Seite, genau, da muss ich. Okay, fangen wir an. Also, wir beginnen mit einer Ruheminute. Das heißt, Sie bleiben ganz entspannt liegen. Dann sage ich Bescheid, wenn es losgeht. Dann fangen Sie an zu treten, so dass Sie zwischen 65 und 80 Umdrehungen hier haben. Wenn Sie bei 70 sind, ist ein guter Mittelschnitt. Genau, wichtig, wenn irgendwelche Beschwerden auftreten sollten, wie enge Gefühl, Druck in der Brust, Atemnot, Schwindel, sofort bitte Bescheid sagen. Genau, ansonsten, wir fangen mit 100 Watt an, steigert sich innerhalb von 3 Minuten dann auf 150 Watt und das geht dann immer so weiter, bis Sie nicht mehr können. Wenn Sie nicht mehr können, bitte früh genug Bescheid sagen, also wenn Sie merken, die Kraft verlässt Sie, früh genug Bescheid sagen, weil wir können nur zu vollen Minuten aufhören. Genau, ja. Gutes Gerät. Noch irgendwelche Fragen? Nö, nee, ich bin ready. Okay. So, dann müssen wir einmal anfangen zu treten. Wie lange noch? Noch 30 Sekunden. Weiter treten, noch 30 Sekunden. Nicht langsamer werden. Schön über den 65 bleiben. Weiter, weiter, weiter. Beißen. Noch 5 Sekunden. Auf geht's. Noch 3, 2, 1. So, langsamer werden. Nur noch um die 40 Umdrehungen. Sehr gut gemacht. Genau. So schön weiter treten. Ich messe jetzt gemütlich im Blutdruck. Das ist nicht ohne. Handtuch. Danke sehr. Krass, das Gerät. Ist das anstrengend, im Liegen zu treten so? Ja. Diese Abwärtsbewegung von den Beinen hast du nicht so. Alles gut? Irgendwelche Beschwerden? Nö, müde. Müde. Jo. Jo, lebt noch. Jo. Das sagt, was liest du da jetzt raus? Also, ich beurteile, ob irgendwelche Auffälligkeiten im EKG passieren, ob extra Schläge oder sonstiges auftauchen. ST-Streckenhebungen oder Senkungen, dass man... Haben wir das? Nö, sonst hätten wir abgebrochen. Ist denn irgendwas auffällig? Das darf ich nicht sagen. Okay. Ne, Augen machen noch, oder? Ja. Alles klar. Dann jetzt einfach hier rechts, die zweite Tür auf der rechten Seite. Einfach zum Augenarzt. Okay. Muss offen sein. Okay. Guten Tag. Voll ab, ne? Genau. So. Ich werde jetzt erstmal ein paar Fragen für den allgemeinen Analysebogen. Ja. Und zwar fragen Sie... Sie tragen eine Brille? Ja. Seit dem wievielten Lebensjahr tragen Sie eine Brille? Seit dem 20. 40. Alles klar. Wann war die letzte Wertänderung oder gab es noch keine? Noch keine. Okay. Gut. Hatten Sie schon mal irgendeine Operation, Krankheit oder Verletzung im Auge? Nein. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einmal an. Wir fangen mit dem Gerät hier an. Mhm. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist auf die Kinnstütze drauf. Und in einen schönen Heißluftballon reinschauen auf den Korb. Okay, einmal den Kopf zurück, an das Gerät links von Ihnen. Jetzt messe ich Ihren Augeninnendruck, das heißt, kommt ein kleiner Luftschluss in die Auge. Da war aber blaues Licht kurz an, ne? Ja. Okay, gut. Das müssen wir auf der linken Seite noch zweimal machen. Okay. Alter, Alter. Alles klar. Okay, gut, jetzt schreibe ich das mal auf. Das ist gar kein Auge. Das ist Glas. Gut, dann aber bitte um 180 Grad drehen. Alles klar, jetzt müssen wir einfach nur sagen, was Sie sehen. 12, 8, 29, 15, 74, 5, 3, 6, 45, 16, 73, 5, 7,
Das sind einfach Sterne. 26, 42. Alles klar. Dann nimmt es jetzt der Hauptverwebel. Dann bin ich noch fertig. Dankeschön. Dann bitte einmal folgen. Ja, mach ich. Ja. Er ist doch bis morgen da. Oder so schnell durch, dass du morgens... Ja, heute sind wir durch. Für die Leute übrigens Glückwunsch zu 10 Jahren. Danke sehr. Ich kenne das, das ist Gesichtsfeldvermessung, oder? Yep. Ja. Ich glaube, da kann man richtig schöne Spielchen machen mit den Jungs hier. Zu ihrer Linken, Augenklappe. Hier. Mhm. Einmal da wegziehen und dann gleich zuerst aufs linke Auge, mhm. dann in die linke Kinnstütze, Stirn oben gegen. Mhm. Dann haben wir hier 4 rote Lämpchen. Mhm. Während des gesamten Tests immer nur auf diese 4 roten Lämpchen. Mhm. Egal, was passiert. Im Ganzen, in der ganzen Halbkugel kommen dann gleich weiße, farblose Lichtchen, mal sehr hell, mal... Weiße, farblose? Ja, die meisten verstehen farblos nicht, deswegen sage ich beides. Mhm. Also farblose Lichtchen, die leuchten kurz auf. Mhm. Mal sehr hell, mal deutlich, mal etwas schwächer, mal ganz schwach, mal mhm. auch gar nicht. Mhm. Immer nur drücken, wenn wirklich eins da ist, mhm. wenn sie wirklich eins sehen. Nicht verarschen lassen, das Gerät macht Geräusche und hat so einen bestimmten Takt. Mal kommen aber keine und dann einfach nicht drücken. Und also nicht suchen. Nur, wenn ich was sehe. Genau, wirklich nur, wenn sie was sehen. Jetzt muss ich langsam es etwas dunkler machen. Mhm. Dann wird das jetzt die eine oder andere Minute dauern. Einfach ganz entspannt beide Augen offen lassen und geradeaus auf die roten Lämpchen schauen. Und drücken, wenn ein farbloses Lichtchen aufblinkt. Und los geht's. Dankeschön. Kurz einen spannenden Kopf zurücknehmen. War besonders scheiße? Bitte? War besonders schlecht? Nein, ich habe tatsächlich, also wir haben selten so gute. Also wir können gerne gerade mal schauen. Das ist vom rechten Auge das Gesichtsfeld. Das ist das zentrale Gesichtsfeld und hier haben wir bis zur Peripherie, also bis zum äußeren Rand. Das ist das, was man sehen sollte. Wenn jetzt, wie jetzt hier, so ein großer ist, der so ein bisschen schraffiert ist, dann mhm. heißt das, dass das Licht etwas heller sein musste als der Durchschnitt. Hier gehen wir aber davon aus, dass diese 4 überhaupt nicht erkannt werden, weil da der sogenannte blinde Fleck ist, da ist die Stelle im Auge, wo der Sehnerv ins Auge reingeht mhm. und da gibt es keine Sehrezeptoren. Und die sind entweder ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner oder normal. Im Normalfall sieht man hier eben nichts, da hat man diesen blinden Fleck. Mhm. Und hier außen ist halt immer individuell. Wenn du tiefliegende Augen hast, hast du hier einen größeren Bereich, wo du nichts siehst, einfach weil das Auge tiefer ist und dann durch diesen Effekt, Tunneleffekt, hast du ein kleineres Bild oder eben hast ein größeres Bild, weil die Augen so weit vorstehen. Aber ist es gut? Ja, ja, also hier alles, was so aussieht, ist gesehen. Aber so würdest du sagen, sehe ich eigentlich genug? Ja, also das Gesichtsfeld hier ist ohne Beanstandung. Da gibt es nichts zu meckern. Cool. So, dann bitte kurz hier Platz nehmen. Ja, mach ich. Also, wir sind jetzt, Flo und ich, sind jetzt, es ist 2:50. Wir sind hier seit 7 Uhr. Und wir machen kontinuierlich, bis auf eine kleine Pause, wo wir es gegessen haben, mache ich Tests und man beschäftigt sich mit seinem eigenen Körper. Das ist eine Situation, die du ja so nicht so oft hast. Ne? Das hast du ja nicht. Du machst mal einen Arzt zu Besuch und fährst hin und dann guckt er sich eine Sache an. Aber an einem Tag so durchgecheckt zu werden, habe ich noch nie erlebt. Dafür bin ich erstmal, das ist echt geil. Das ist auch echt interessant für mich, wie du auch damit umgehst. Und ich glaube sogar auch, dass die Zusammenhänge, wie du wann welchen Test machst, Unterschiede bringt. Weil ich glaube, mit dem hohen Puls da rein ist nicht so gut, einen Augentest zu machen. Ich glaube, den Augentest vorher machen ist, glaube ich, wieder besser. Ja, du musst ruhig konzentriert sein. Ja, auch wenn der Puls hoch ist, also ich merke es wirklich bei mir, wenn der Puls hochgeht, sehe ich schlechter. Ne? Also, ich meine, du bist jetzt auch den ganzen Tag dabei. Das ist eigentlich nicht unspannend, ne? Nee, gar nicht. Also, ist halt wirklich einmal komplett auf links gedreht. Hallihallo. So. Sie wollen einmal im Jet mitfliegen. Ja, habe ich mir so überlegt. Okay. Bei eBay war so eine Anzeige, da hat schon gesagt, nehme ich. Schön. Ja. Gut, sonst an den Augen war ja bisher nichts gewesen. Brille trennen sie, ne? Ja, genau. Kontaktlinsen auch? Nein. Okay. Also nichts gespritzt worden, nichts gelasert worden bei Ihnen an den Augen? Nein. Sonst immer gut gesehen? Als ja. Nicht geschielt oder dass man mein Auge abgeklebt hätte? Nein. Auch nicht. Okay. Diese Kind-Augenklappen-Frage, die ist aber beliebt bei euch. Weil sie relevant ist. Wegen Hänseln, ne? Nee, weil letztendlich, wenn dann dadurch ein Auge schwachsichtig geworden ist mit der Zeit, dann wird es ein bisschen schwierig dann. Ne? Okay. Oder halt eben auch, wenn dann größere Schielen da ist. Das nutzt halt eben nichts, wenn sie dann irgendwie Gehbelastung haben, dass dann quasi die Augen auseinandergehen. Also quasi der Postbotenblick. Einen auf den Klingel und einen auf den... Ja, links die, ich sag immer links die Klammer, rechts die Wäsche, ne? Also...
Aber so in der Richtung, da muss man halt eben entsprechend schauen. Sonst Medikamente nehmen Sie gar nichts, Augentropfen, Augensalben, nichts, Allergien waren auch keine bekannt. Okay, gut. Dann will ich jetzt noch einmal ganz kurz gucken, wie viel Sie ohne Brille erkennen können. Ja. Dürfen Sie sich mal locker mit der linken Hand bitte das linke Auge zu halten. Der linken Hand, linke Auge? Richtig, genau. Und dann dürfen Sie hinten einmal in die Wand schauen. Ja. Und dann sehe ich den Herrn. Dankeschön. Ja. Dann dürfen Sie mir da vorne mal sagen, wo denn die Ringe offen sind. Unten, oben, unten, links und dann unten rechts. Mhm. Oben rechts, unten rechts, links und unten und oben. Mhm. Und unten, oben, unten links und rechts unten. Mhm. Anderes Auge zuhalten. Können wir noch kleiner gehen? Unten, oben rechts, rechts, oben links, links. Mhm. Oben rechts, unten rechts, links, unten, oben. Unten, rechts, oben, rechts, oben links, links. Mhm. Und mit beiden Augen vorne gucken. Ja, ich habe beide Augen zu halten. Oben, rechts, unten, rechts, links. Warum haben Sie eine Brille? Weil ich wirklich auf meinem Handy so nichts sehen kann. Also ich nah sehen ist... Dann gucken wir mal. Das ist so geil. Sie dürfen nur mal das linke Auge zuhalten. Aber ist gut, ne? Wir kommen auf 1,0 auf beiden Augen zusammen auf 160%. 160%? Genau, deswegen also für eine Fernbrille bräuchten Sie jetzt in dem Fall nicht. Wir gucken jetzt mal, wie es in der Nähe ist. Dürfen mal das linke Auge zuhalten, bitte. So, bei Nummer 1, wir mal bitte die erste Zeile vorlesen. Ich kann, also Nummer 1 lese ich. Ja, und was können unsere. Sie ja, weiter. Das ist schon mal richtig. Flieger, es wäre raten, ich weiß nicht. Kriegen Sie denn bei Nummer 2 die erste Zeile hin? Nummer 2 steht, da steht 25 cm, das ist groß geschrieben, 30 cm. Und hier vorne erste Zeile bei Nummer 2? Die. Ja. Temperatur. Ja. Ja? Ja, weiter. Kann mal. Nein. Mal bei Nummer 3 erste Zeile mal probieren. An Indien. Ja, weiter. Wärme gewöhnt. Mhm. Empfiehlt man die Kälte. Naja, so in etwa, okay. Ja, Brille. Warum bleibt überhaupt eine Brille, der Typ? Ja, das ist, wie gesagt, aber die Werte passen eigentlich nicht dazu. Wir gucken gleich mal, was jetzt da der Hintergrund ist. So, dann dürfen Sie jetzt mal Brille mal aufsetzen und gucken, ob das wirklich viel besser ist. Das ist nämlich der Punkt auch. Ich war im Brillenladen noch am Samstag und ich sag immer, was meine Beschwerden so sind. Und jetzt kriege ich so eine Relax-Glas. Mhm. So ein Komfort-Glas, so ein oder Office-Glas. Ja. Mhm. Gucken Sie nochmal da hinten. Ja. Ob Sie es da hinten mir nochmal sagen können, wo das offen ist. Unten, oben, unten, links, rechts. Unten. Mhm. Auf der anderen Seite. Unten, oben, rechts, rechts, oben, links, links. Bezweifeln Sie meine Brille, ist falsch. Ich guck gleich mal. Ich muss erstmal schauen, woran es liegt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mit Brille deutlich einfacher ist als ohne. Ja, da gucken wir gleich mal, woran das, wie gesagt, liegen könnte. Ich setze Ihnen jetzt noch einmal hier das nochmal vor. Mhm. Und dann dürfen Sie mir nochmal bei Nummer 1 jetzt nochmal die erste Zeile vorlesen. Kann ich nicht. Mhm. Ich halte Ihnen das mal davor. Geht jetzt bei Nummer 1 die erste Zeile? Unser Reisegeschäft ist recht stattlich. Mhm. Jeden Abend wird ein Schaf geschlachtet. Mhm. So weit bin ich nicht gekommen bis jetzt, wenn eins. Dritte Zeile bei Nummer 1. Wow. Innen noch bei jeder Gelegenheit von Coolis und Dorfbewohnern, die kommen und gehen. Alles klar, okay. Was war das denn jetzt? Das war geil. Ja, das ist quasi das, was Sie dann in Ihren Komfortblaster reinkriegen. Letztendlich ist es eine Art leichte Lesebrille, leichte Gleitsichtbrille. Ja. Als Beispiel, ich habe diese Brille, so kam ich drauf, weil ich kann zum Beispiel auf meiner eigenen Uhr, bei der Apple Watch diese Kalorien-Sachen so sind, ne? Und ich ablesen will, wie viele Kalorien ich habe, dann mache ich immer so und dann mache ich so. Ja, das Kurzarm-Syndrom, ja, ist richtig. Das ist nicht gut, ne? Nee, das ist das Alter. Das hat die Dame wirklich gesagt, das heißt nämlich Altersverzichtigkeit. Weil sie wirklich das sehr salopp lustig gesagt hat. Da war die Stimme bei mir kurzzeitig am Kippen. Ja, kann ich verstehen. Weil ich habe sie nämlich genauso gefragt. Ich war wirklich Samstag da und meinte so, was ist das denn? Und sie guckte mich an, zögerte und sagte, nein, das ist ihr Alter, Herr Krim. Nee, es ist wirklich so. Also mit zunehmendem Alter, und das ist, wie gesagt, wir tropfen ja nachher die Augen bei Ihnen auch mal weit. Und da gucken wir uns letztendlich dann auch nochmal die Refraktion an, wenn quasi die Augen weit getropft sind und halt eben auch diese sogenannte Akkommodationsfähigkeit, also die
Fähigkeit des Auges scharf zu stellen. Das kann ich nämlich sehr gut. Ja, aber da gucken wir mal nach, wenn wir das mal quasi in Ruhelage bringen. Es kann sein, dass sie halt einfach eine versteckte Weitsichtigkeit haben und von daher schon etwas früher mit der Altersweitsichtigkeit anfangen als andere im vergleichbaren Alter. Okay. Ja, ich habe jetzt eben auch nur eine halbe Dioptrie vorgehalten. Das ist normalerweise für eine Gleitsichtbrille nichts. Ja, normalerweise fängt man dann an so mit plus 0,75, plus 1 oder irgendwas in der Richtung. Oder plus 1,25, ja, irgendwas so grob über den Daumen gepeilt. Und dann wird das mit dem Verlauf der Zeit immer mehr. Mhm, ja, okay. Und da muss man halt einfach dann immer so ein bisschen schauen, dass man dann halt eben das braucht. Wie gesagt, Komfortglas ist jetzt ein sehr netter Begriff für ein Gleitsichtglas letztendlich. Mhm. Ja, aber wir gucken gleich mal. Wie klein können Sie das schalten? Bis 2,0. Das sind quasi 200%. Das kann ich aber noch. Freut mich. Ja, deswegen hatte ich ja eben gefragt, warum Sie eine Brille brauchen. Ja? Ja. Weil mit den Werten, die Sie da jetzt in Ihrer Brille drin haben, ist es nicht so viel. Ja? Also da kommen Sie, das ist quasi, wie soll ich sagen. Aber wie gesagt, ich sehe halt nah. Nada. Ist richtig. Aber deswegen gucken wir gleich mal, woran das entsprechend liegt. Okay. Dann, das haben wir. Dann gucken wir uns jetzt einmal das Augenmuskelgleichgewicht an. Vorsicht, dran. Ja, durch. So. Da vorne sehen Sie ein großes Koordinatensystem. Ne? Y-Achse, X-Achse, das ist ein weißer Punkt. Mhm. Zum weißen Punkt müssten Sie jetzt senkrecht noch einen roten Strich sehen, richtig? Mal links kurz zukneifen das Auge. Ah, uiuiui. Beide Augen auf. Ja, jetzt sehe ich ein volles Rohr. Genau. Der senkrechte rote Strich, geht der mittig durch den weißen Punkt durch oder ist der links oder rechts davon versetzt? Der ist links. Jetzt in der Mitte. Jetzt ist er mitten in der Mitte. Genau, ne? In der Mitte jetzt. Ja. Bleib doch in der Mitte, ne? Ja. Okay. Jetzt ist das Ganze waagerecht, drüber, drunter, mittig durch. Und jetzt ist er wieder weg. Jetzt. Ich muss ihn immer einmal anschalten. Ach so. Gerade durch. Bleibt auch. Durch, ne? Ja, voll. Okay, gut. Ganz kurz, aber ich muss es wirklich einmal anschalten. Ja, nein, alles gut. Das ist gemeint. Das ist richtig faszinierend, Flo. Ich gucke drauf und der Herr fragt nach diesem Strich. Ich sehe gar nichts. Ich mache einmal so. Boom, ist dieser Strich da. Es ist im Prinzip darum, weil es immer darauf ankommt, dass quasi das Sehen von beiden Augen gleichzeitig, ja, das muss hinten im Hirn erstmal verschaltet werden, ja, dass man da quasi zwei Bilder kriegt. Und wenn aber das war wirklich eine, wie schalten, das war richtig, ein Knopf? Ja, richtig, aber wenn das eine quasi anders ist als das, dann muss man halt eben manchmal durchtricksen, also sprich einmal kurz mit einem... Gibt es Leute, die das direkt sehen? Ja. Oh. Also das ist aber sehr unterschiedlich. Manche, die brauchen einmal ganz kurz einen kurzen Blinzler und dann funktioniert es. Ja, Wahnsinn. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Sie dürfen den Kopf mal ganz gerade halten und nur mal hier vorne auf die Kugelschreiberspitze mal drauf gucken und einmal hinterher gucken. Ja, hier ist einfach das Ganze. Ne? Mhm. Wenn Sie mal hier hinterher schauen, auch einfach. Mhm. Nirgendwo doppelt, auch einfach. Auch einfach. Ne? Mhm. Dann dürfen Sie mir einmal hier mittig auf meine Brille mal drauf gucken. Ich leuchte sie mal fester an. Dann dürfen Sie einmal nach vorne kommen, Kinn unten auf, ein Stirn umgehen. Mal nach oben gucken. Mal ganz kurz gucken, dass hier auch die Tränenwege offen sind. Mal nach unten schauen. Und nochmal ganz gerade ausgucken, bitte. Hier so aufs Ohr. Wir haben ja gerade schon einmal ganz kurz gesprochen. Und zwar, dem Auge ist was genau? Eine versteckte Weitsichtigkeit? Richtig. Ja, das heißt also, das Auge ist insgesamt gesehen ein bisschen... ich sag mal, zu kurz gebaut und muss dann dementsprechend immer sich ein bisschen anstrengen, um letztendlich das Bild, was quasi ins Auge hineingeworfen wird oder hineinkommt, scharf... Also die Realität. Ja. Das war ein Spaß. Genau, aber im Prinzip dann entsprechend scharf auf die Punkteschärfe sehens fokussiert zu werden. Da muss ich das Auge mit dem Ziliarmuskel immer so ein bisschen anstrengen, damit die... Aber nonstop. Im Prinzip ja. Ja. Alles klar, dann haben wir es geschafft. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wie war es jetzt, der Tag? Der Tag war... Ich habe was ganz anderes erwartet. Er war anspruchsvoller, er war aufschlussreicher, er war wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich meine das wirklich ganz ehrlich, ich habe was ganz anderes erwartet, so eine Art Pflichtprogramm. Aber mir hat das dann direkt Spaß gemacht und auch spannend. Und auch die Erklärung von den einzelnen Stationen fand ich gut. Ich fand, wir hatten sehr humorvolle Leute mit uns. Ich hab wirklich sehr viel gelacht heute. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Doch, ist okay. Passt schon. Nein, aber es war wirklich toll. Also das ist natürlich eine Untersuchung, die ist relativ umfangreich. Wirklich? Also die meisten haben das vorher noch nicht so erlebt. Was nein, habe ich auch nicht. Sich so intensiv mit dem eigenen Körper beschäftigen und nicht nur reden, sondern du gehst ja von Raum zu Raum, Auge, Herz, Wirbelsäule, dann fährst du woanders hin, MRT und das alles in einem Tag. Das ist ja die Spezialität, die wir hier haben. Auch die ganzen Leute, die Pilot werden wollen, auch die Piloten, die zu uns kommen. Das heißt, jeder, der Pilot ist und bei uns dann... Nachuntersuchung hat, fängt morgens an und geht nachmittags mit der kompletten Untersuchung mit allen Fächern raus. Und Blut auch? Ja, das ist dann abgenommen, aber das Ergebnis ist noch nicht da. Ja, genau. Da ist nicht das Problem. Bei den Erstbewerbern, die Jet-Pilot werden wollen, also Jet-Pilot, Hubschrauber, die Erstbewerber, die kommen von einem Psychologen,
Laufmonster, da brauchen wir 2 Tage, weil die ein großes Kern spinnen, das schaffst du nicht an einem Tag. Aber im Prinzip haben die auch nach 2 Tagen ihr Ergebnis. Das findest du in keinem anderen Krankenhaus. Das muss ja auch wirklich abgestimmt sein. Ja. Das heißt, wir haben hier unten auch noch die zentrale Spinne, den Verteiler, dass es dann verteilt wird und dass man dann am Ende das dann auch hat. Und das ist die Spezialität, die wir haben. Da kannst du natürlich keine 100 Leute am Tag so durchlaufen lassen. Aber es sind 20 Leute, die hier durchlaufen und die werden komplett in allen Fächern durchgeschleust. Mit für jeden sein individuelles Programm. Das heißt, Programm bei Ihnen war ja ein anderes für den, der als Jetpilot-Bewerber kommt, der Pilot werden will. Oder also jemand, wie viel Unterschied ist das denn zwischen meinem Verfahren jetzt, also im Prozent so grob, zwischen meinem Verfahren und dem, der jetzt dann selbst Pilot werden will? Da kommen nochmal so 50% locker mal drauf. 50? Ja, da kommt auch dann eine neurologische Untersuchung dazu, eine psychiatrische Untersuchung dazu, die zahnmedizinische Untersuchung dazu, Augen noch ein bisschen umfangreicher, HNO noch ein bisschen umfangreicher, internistisch noch ein bisschen umfangreicher, das ist dann noch ein bisschen mehr dabei. Okay, mehr Blut. Aber 2 Tage? 2 Tage. Es kann mal länger dauern, Einzelfälle, wenn noch irgendwas ganz Spezielles kommt, dass es mal einen 3. Tag dauert, aber auch normal in 2 Tagen. Okay, super. Aber ich würde jetzt trotzdem noch gerne wissen, wie meine Ergebnisse so sind. So. Sollen wir mal reingucken? Mhm. Also, Augen... Gesund. In der Nähe nicht mehr ganz so gut. Nee. Was sind die für Jahrgang? 80. Ja. Sagen Sie es nicht, ich weiß, der Begriff, der ist immer derselbe Begriff, der jetzt kommt. Wieso? Es kommt diese Alterssicht. Ja, das ist normal. Wir kriegen jeden mit der Zeit, aber das ist ja noch. Bei mir ist viel schlimmer. Ich bin 67er Jahre alt. Also. Das ist auch so eine gewichtige Geschichte, Augenheilkunde, dass da nichts an der Hornhaut ist, dass da irgendwas passieren kann, an Netzhaut oder solche Sachen, dass das alles gut ist, das haben wir. EKG passt auch alles. Lungenfunktion auch alles gut. Wir lassen das EKG. 200 Watt durchgetreten. Ja, nicht mehr. Keine 300. Nee. Herzecho. Also die ganzen Sachen, die passen alle. Kurz zusammenfassen, alles durchgekickt. Wir haben es durchgekickt. Ja, nee. Alles, wir kicken jetzt einfach mal gut Hand hier raus. Alles durchgeguckt und das passt doch soweit. Also spricht nichts dagegen, dass Sie da im Eurofighter mitfliegen. Ich wünsche viel Spaß dafür. Wir beide haben ein Date. Ein Date gibt es ja da vorne. Ja, ich weiß. Das heißt, Sie sitzen vorne? Ja. Nee, ich sitze vorne. Haben wir Schick-Tack-Schuck gemacht, ich sitze vorne. Das wird schon schön. Ich habe zu danken. Sie haben ein ganz tolles Team hier. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich will auch noch mal so wiederkommen, einfach aus Gags, oder? Ja, klar. Jederzeit herzlich willkommen. Okay. Ruf mich an, dann machen wir einen Termin. Klar. Machen wir, spielen wir ein bisschen rum hier. Der Tim vor allen Dingen war sehr lustig. Also Leute, das ist ein sehr anderes Video gewesen, das ist mir absolut bewusst. Doch mir war wichtig, dass ihr seht, wie viel Aufwand dahinter steckt, dass ich wirklich in so einen Jet rein darf. Und vor allen Dingen, wie viel Aufwand man als Pilot betreiben muss, um halt das Ganze zu bestehen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das nicht ohne ist. Und vor allen Dingen, in diesen Testsituationen hast du manchmal schon Bammel, dass du nicht durchkommst. Jedes Mal aufs Neue. Ne, dass die wirklich sagen, wir haben da was gefunden, nee, das reicht doch nicht. Und da kannst du auch so sportlich und so fit sein, wie du willst. Manche Sachen sind einfach dann limitiert und dann bist du hier raus. Ja, Verletzungen, irgendwelche Sachen, die zwischendurch kommen. Ich habe ja selber die Geschichte gehabt, wir haben darüber gesprochen. Das kann von jetzt auf gleich passieren und dann stehst du da. Dementsprechend, man ist immer wieder angespannt. Sobald man eine Sondergenehmigung hat, wie ich, ist man jedes Jahr hier und dann geht es immer darum, kriege ich die Plakette oder nicht. Und du machst jedes Jahr die große Nummer, ne? Genau. Jedes Jahr? Ja. Ja. Also, das wird eine sehr, sehr spannende Reise, wo wir sehr, sehr viele Sachen sehen werden, die, glaube ich, sehr lustig wird. Und vor allen Dingen auch mal für uns als Kanal mal einen kleinen Exkurs. Viel PS, lange am Boden und dann geht's ab. Bis morgen.